Sie hat weltweit Millionen von Platten und CDs verkauft. Was mir aber viel mehr bedeutet, ihre großen Hits wie Tom's Diner, The Queen and the Soldier oder Luca begleiten mich durch mein halbes Leben. Ihres auch? My name is Luca. I live on the second floor. Suzanne Vega aus New York. Mein Interviewtermin ist 16.45 Uhr vor ihrem Konzert in Köln. Suzanne Vega ist kalt. Sie friert in ihrer Garderobe, wo unser Interview stattfinden soll. Deshalb bittet sie mich in ein Bistro. Nennen wir es mal Tom's Diner oder Tommy's Diner. Oh, you're Tommy, is that you? That is Tommy's Diner? Hi, I'm Suzanne Vega. Aren't you the guy who served in Tom's Diner? Wir sprechen über ihr neues Album Tales from the Realm of the Queen of Pentacles. Nach 7 Jahren ein neues Studioalbum von Suzanne Vega. Geschichten aus dem Reich der Königin der Pentagramme. Das klingt abgefahren. Es geht um Pentagramme, diesen fünfzackigen Stern, der ganz unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Well, I took it from the tarot cards, the tarot deck. And in the world of the tarot, the pentacles are the suit of the earth and the things that are real, the material world, the body, coins, wealth, money, health, those things all belong to the realm of the pentacles. So when I'm talking about the queen of pentacles, I'm talking about the queen of that realm. And the new songs all have a theme of where the body meets the spirit. And so that's why I called it that. Ich habe mich viel mit Tarotkarten beschäftigt, erzählt Suzanne Vega. Im Tarot steht das Pentagramm für die Erde, die materielle Welt, für den Körper, für Münzen, also Reichtum und Wohlstand, und für die Gesundheit. Wenn ich also von der Königin der Pentagramme singe, singe ich über die Königin dieses Reiches. How I hate the Queen of Pentacles, sitting on her golden throne. In her domestic tyranny, all roads lead back to her. Providence is my plan. Alle neuen Songs spielen an der Grenze, an der der Körper dem Spirituellen begegnet. Do you think of the Holy Trinity? I don't think of the Holy Trinity, because the Holy Trinity is a very Christian image, and I was raised Buddhist, and so I don't really know all of the Christian imagery. The tarot cards are more pagan, you know, they're not specifically Christian, so I can't help you there. I bought a book, I bought some cards, I've just been playing with it for the last few years, and found it really interesting and intriguing. And so the album is kind of a journey between the spiritual and the so-called real world? Yeah, between this material world and the spiritual world. So every song has a little bit of both in it. Mit der Dreifaltigkeit hat das nichts zu tun, sagt Suzanne Vega, denn sie ist buddhistisch aufgewachsen. Und dann will ich wissen, ob die materielle Welt denn besser dran wäre, wenn sie sich ein bisschen mehr der spirituellen Welt öffnen würde. Yeah, well, I think it's good when you're living in the real world to be aware of the other side that comes out from time to time. Ja, ich glaube, es wäre gut, wenn uns diese andere, diese spirituelle Seite im Alltag bewusster wäre. Diese Seite, die ab und zu zum Vorschein kommt. Hast du das im Alltag selbst schon erlebt? Frage ich Suzanne Vega. Und ja, sagt sie, sie sei ein Mensch, der diese spirituelle Welt sehr oft wahrnimmt im Alltag. Sogar schon als Kind. Did you already use that in everyday life? Did you experience that? You know, you need the spirit, you know, to make a gig work out. Yeah, I am a person who feels the spirit side of things very often. In the day, even as a child. Is this the kind of thing you can edit? You can cut pieces out, or is it just one long flow? Das war die Kaffeemaschine. Suzanne Vega lacht. Kannst du das rausschneiden? Fragt mich Suzanne.
Nein, ich habe beschlossen, meinen Hörern Ihnen einfach zu erklären, dass wir in einem Bistro sitzen. Und wir machen weiter. Wie kommt es, dass du buddhistisch aufgewachsen bist? Well, my father was raised Baptist and he rebelled against his own family. So for a long time we had no religion at all. And then in New York my father went to a Buddhist meeting and he liked it, he thought it was interesting. So when I was 16 my whole family began practicing Buddhism, which is a very practical kind of religion. And I've stayed with that my whole life. Mein Vater rebellierte gegen seine Familie, die Baptisten waren. Es gab eine Zeit lang überhaupt keine Religion, dann ging er in New York zu einem Buddhistentreffen. Seitdem praktiziert unsere ganze Familie das. Es ist eine sehr praktische Religion, ich bin mein ganzes Leben lang dabei geblieben. Mit einem Zylinder auf dem Kopf wird sie später ihr Konzert in Köln spielen, Suzanne Vega. The soldier came knocking upon the queen's door, he said I am not fighting. Suzanne Vega ist zurück, hier im exklusiven Interview beim Musiknachmittag im Domradio. Die neue Single heißt I Never Wear White. Stimmt, an diesem Nachmittag trägt sie einen langen schwarzen Mantel und einen schwarzen Rock. Ihr ist noch immer kalt. Warum nichts Buntes oder Weißes? Yeah. Well, I try not to. From time to time I've worn a white shirt or something like that, but I feel more comfortable wearing black. And the song pretty much explains why. Domradio Musikgeschichten. In der heutigen Musikgeschichte erklärt Renato Schlegelmilch, warum Suzanne Vega keine weiße Kleidung trägt. Übrigens nicht, weil sie ungern wäscht. I never wear white. Ich trage nie weiß, die Farbe der Jungfrauen, der Kinder im Sommer und der Bräute im Park. Meine Farbe ist schwarz, die Farbe der Geheimnisse, der Ausgestoßenen, der Tänzer und Poeten im Dunkeln. My color is black, black, black. Ein Lied aufgenommen auf dem iPhone und dann produziert in einem alten Bahnhof. I Never Wear White ist nach über 7 Jahren die erste Single von Suzanne Vega. Auf Tour ist die Idee für das Lied entstanden. Ein Lied nicht über die hellen Seiten des Lebens, sondern über die dunklen, die eben genauso dazu gehören und die man ebenfalls akzeptieren muss. Aufgenommen als erste Idee auf ihrem Handy, wurde das Lied auf verschiedenen Konzerten ausprobiert, bis es in der fertigen Version bereit war für ihr neues Album. Die letzten Schliffe wurden dann in ihrem Privatstudio aufgenommen, einem umgebauten alten Bahnhof. Vom iPhone über den Bahnhof in die Charts. Mit ihrem neuen Album hat Suzanne Vega es das erste Mal seit 1992 in die Top 40 der deutschen Charts geschafft. Schwarz ist die Wahrheit meiner Situation und all derer, denen es genauso geht wie mir. Die Farben belügen dich sowieso nur. Jeder spricht meinen Gast Suzanne Vega auf die Geschichte von Luca an, den Nachbarsjungen, über den sie ihren Welthit geschrieben hat. Kennen Sie die wahre Geschichte? Suzanne erzählt sie mir im Bistro. Well, there was a boy whose name was Luca, and he lived upstairs from me, and everyone lived upstairs from me. I was on the ground floor. I had the idea already of singing a song from the point of view of a child who was abused. And so when I saw that child, I thought, oh, here's the character, and I sort of made it as a fictional account of a real story. Ja, es gab diesen Jungen, der Luca hieß, tatsächlich. Er wohnte über mir. Jeder wohnte über mir, weil ich ganz unten wohnte. Ich hatte schon vorher die Idee, einen Song aus der Perspektive eines misshandelten Kindes zu schreiben. Als ich dieses Kind sah, das anders war als die anderen, habe ich die Geschichte drumherum erfunden. Hast du mit Lukas enormem Erfolg damals gerechnet? I did not when I wrote it. No, I thought it would be a small song about a small situation. I had no idea that there were so many people in the world that felt that way and they responded to it. They responded all over the world and it was a big surprise, yeah. Nein, sagt Suzanne Vega. Ich dachte, es wäre ein kleines Lied über eine kleine Begebenheit im Hausflur. Dass sich so viele Menschen in aller Welt von diesem Song angesprochen fühlten, sich darin wiedererkannten, das war eine große Überraschung.
Wussten Sie, dass Suzanne Vega Augenzeuge der Anschläge vom 11. September auf die Twin Towers des World Trade Centers war? It was very personal. It was our neighborhood and our home and our families and our friends who were killed. Das war unsere Nachbarschaft. Das war unser Zuhause, Freunde und Nachbarn, die dort ums Leben kamen. Suzanne Vega erinnerte sich. Im Interview wollte ich natürlich wissen, ob sie heute noch in New York lebt. I still remember your comments on the attacks of the 11th of September, because you lived in New York. Do you still live in New York? Yes, I still live in New York, yeah. If you imagine someone living in New York from Cologne Point, you imagine someone living in a skyscraper. Yeah, I don't live in a skyscraper. I live in an older building. I love the old buildings in New York. There's some from around the 1910 or 1920, and they have beautiful details. So I love the old part of New York as well as the new. Is it in the middle of New York? No, no, it's not in the middle. It's on the west side. Ja, ich lebe immer noch in New York, sagt Suzanne. Nicht in einem Wolkenkratzer, in einem der alten Häuser von 1910, 1920 mit schönen alten Verzierungen. Ich mag das alte New York im Westen der Stadt genauso wie das neue. Und deshalb gibt Suzanne Vega ihr Interview vielleicht auch lieber in einem bevölkerten Bistro als in der kalten Künstlergarderobe. That is Tommy's Diner. Hi, this is Suzanne Vega saying hello and have a really great day.